Hey, Shosh, Leute, und willkommen zu einem, ja, mal wieder Update-Video. Ich weiß, Content ist aktuell bei mir nicht unbedingt das, was man das Gelbe vom Ei betiteln würde. Aber ich habe gedacht, ich halte euch mal wieder auf dem Laufenden, weil das letzte Update-Video, was ich eigentlich aufgenommen hatte, durfte ich löschen, weil ich zu viel darüber über Artikel 13 geredet habe und dann am nächsten Tag das gesamte Thema schlicht und ergreifend explodiert ist. Und ich mir dann gedacht habe, ja Mensch, geil, dann kannst du ja das gesamte Video auch genauso gut trashen. Also das brauchst du dann ja nicht unbedingt jetzt noch drin halten, nicht? Also hier bin ich jetzt ein paar Wochen später und erzähl und mach und tue. Beziehungsweise das Ganze wird hier auch nochmal eine kleine Sache zu meiner 10 Jahre auf YouTube Sache. Wie gesagt, ich habe da nichts Großes geplant gehabt. Und ne, also das Video, ich nehme das jetzt hier am 19.03. auf, für diejenigen, die es wissen wollen. Out of script, out of context. So wie ich es halt immer mache, ne? Kennt ihr ja. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal sowieso damit an. Nämlich hatten wir ja vor 10 Tagen, ich wollte eigentlich schon viel früher ein Video dazu machen, aber kam ich überhaupt nicht dazu. Habe ich richtig verkackt alles. So überhaupt mal irgendwas zu machen. Nämlich am 9.3. hatte ich mein 10-jähriges YouTube-Jubiläum und im Grunde alles, was ich gemacht habe, ist ein Video geguckt und DMC5 gespielt, also Devil May Cry 5. Und es war an sich unspektakulär für viele, aber weil ich meine, es ist 10 Jahre Special, also von daher. Aber was mir da viel wichtiger ist, was es da nämlich ist, nämlich die gute Dragik hat mir da ein Video zugemacht, wo ich auch unten in der Beschreibung verlinkt habe. Solltet ihr euch vielleicht mal angucken, ist nämlich ganz schön, weil das im Grunde 10 Jahre meines Contents ziemlich gut zusammenfasst. Es begann mit Cringe und Trash und begann und endete mit Cringe und Trash. Also, nothing has changed much. So, yeah. Was ich halt darüber eher sagen möchte, für diejenigen, die wirklich schon so lange dabei sind, oder sogar seit meinen Videozeiten, also sogar noch länger. Vielen Dank, dass ihr überhaupt mich so lange ertragt. Kann man es ertragen nennen? Toleriert? Dass ihr mich toleriert? Ich glaube, so könnte man das sagen. Nämlich, es ist mir jetzt an dem Tag klar geworden, wo wir diesen Stream hatten. Nämlich, dass das Ganze, was für Auswirkungen man doch hat als YouTuber an sich. Also, als YouTuber, als Streamer. Es sind immer solche Auswirkungen, die kriegt man so weit gar nicht mit. Das sind Auswirkungen, die passieren fast schon im Hintergrund, bis man sie dann halt mal gesagt bekommt, dass sie passiert sind. Nämlich, wir hatten das dann an dem Tag, ich habe live im Stream dieses Video von Draghi geguckt, was über eine Stunde ging, by the way, und habe dann halt selber das Ganze nochmal Revue passieren lassen, was halt mit mir, was halt alles passiert ist, etc. pp. Und haben halt viele immer geschrieben, ne, über wie lange sie schon dabei sind, was in der Zeit los war und was mich hier halt echt erstaunt ist, dass ich Leuten durch sehr schwere Zeiten geholfen habe. Und das sind so Sachen, wo nicht unbedingt selbstredend ist, weil also manche meinten durch Mobbingzeiten, manche sogar durch noch schlimmere Zeiten und durch noch schlimmere Punkte im Leben habe ich sie da durchgeführt mit im Grunde etwas, was ich selbstverständlich mache, weil es ist für mich was mir Spaß macht und aktuell kann ich es auch nur machen, weil es mir Spaß macht. Ich kann es halt nicht mehr jetzt fulltime und hast du gesehen, das, ne? Auch selbst wenn ich jetzt nur Teilzeit quasi arbeite, sind meine Schichten trotzdem so, dass es, ne, es ist um einiges anstrengender das Ganze, als was ich damals gemacht habe, muss ich mal so sagen. Aber dazu später noch, dazu later. Es ist mir halt dann echt aufgefallen, was man als Streamer und YouTuber für Auswirkungen auf seine Zuschauerschaft haben kann. Klar, wäre ich jetzt irgend so ein absolutester Moneybag-Shitlord, dann hätte ich auch gesagt, gut, ich habe keine gute Auswirkung auf meine Community, aber irgendwas muss ich richtig gemacht haben, wenn Leute sagen, dass ich sie durch richtig schwere Zeiten geholfen habe. Ich meine ja nur, also, ne. Ihr kennt mich, ich bin super schlecht mit Worten und vielleicht sollte ich mir dann wirklich mal doch Skripts machen, aber das wäre dann irgendwie nicht mehr ich und das würde alles noch länger machen und hast du nicht gesehen, es funktioniert nicht, shit doesn't work. Aber ja, 10 Jahre, das ist,
fucking lange Zeit. In der Zeit habe ich meine Ausbildung gemacht, in der Zeit habe ich normal gearbeitet, in der Zeit habe ich so vieles selber gemacht. Also habe ich hier meine ganze Wohnung quasi renoviert, wo ich jetzt lebe seit, gute Güte, ich lebe hier jetzt auch schon bald 4 Jahre, 4, 5 Jahre oder, na doch, 4, 5 Jahre kommt in etwa hin. Na, 4 Jahre auf jeden Fall, weil ich bin hier eingezogen, bevor ich meinen Job hatte. Und das muss mehr als 3 Jahre her sein. Also, Jesus Christ, gute Güte, ich war fucking 16. Als ich mit YouTube-Videos angefangen habe, war ich noch jünger. Ich war 14 vielleicht. 15, 14. Das ist, nächstes Jahr werde ich 27. Jesus Christ, ich werde alt. Ich werde fucking alt. Und heutzutage ist nur noch wichtig, wer was gesagt hat. Ja, Drama. Na gut, jetzt sind ich hier, um irgendwie in den Drama-Kessel zu springen, aber ne, ist scheißegal, ist no important. Was ich aber halt noch sagen wollte, jetzt um mal wieder auf den Punkt zu kommen, vielen Dank für diejenigen, die überhaupt so lange dabei sind und generell auch für diejenigen, die neu dazugekommen sind und sich dazu entschließen, mich zu tolerieren und zu ertragen. Vielen Dank fürs Dasein und generell auch immer vielen Dank fürs Einschalten, sowohl hier in den Videos als auch in den Livestreams. Ich weiß, dass es nichts Offensichtliches und nichts offen, nichts Selbstverständliches. Ich meine, ne, man überlegt sich mittlerweile ja zweimal, welches Video man anklickt, ne? Aber ja. Deswegen, das bringt mir jetzt auch mal zum zweiten Punkt in diesem Video, nämlich mein Content an sich. Nämlich mein Content an sich bezieht sich aktuell aus nicht viel. Ich weiß, leider. Ich streame noch regelmäßig, also mindestens 1 oder 2 Mal die Woche. Und das möchte ich auch beibehalten, dass das so bleibt. Aber ja, ich versuche halt so viel zu streamen, wie mir zeitlich irgendwo möglich ist. Oder sofern mein Körper sagt, ja, du kannst noch, du hast noch Power. Aber dann sowas wie zum Beispiel jetzt sonntags ist bei uns immer sehr viel los in der Stube. Und dann kommen halt morgens alle für Brötchen und zum Frühstücken und dann nachmittags sind noch alle für Kaffee und Kuchen da. Ergo, wenn man denn sowas hat, wie jetzt zum Beispiel ich jetzt Sonntag, wo ich von 8 bis 16 habe, da hätte ich natürlich noch am Abend Zeit. Aber das Problem ist, wenn du 2 Rush-Hours quasi erlebst, dann ist irgendwo deine Konzentration komplett für den Arsch. Und dann muss man sich immer überlegen, dass man sich einfach mal vielleicht auch nur zurücklehnt und mal, ne, für den nächsten Tag sich ein bisschen erholt oder generell früher zu Bett geht. Ich meine, Güte, ne, das sind Dinge. Von daher, es tut mir leid, dass aktuell so super wenig Content kommt. Also eigentlich nur Content, wo Livestream-Aufnahmen sind und also aktuell Devil May Cry 5, wo natürlich auch komplett fertig hochgeladen wird. Das muss mal kurz hier nebenbei erwähnt werden. Aber, ja, wie gesagt, tut mir immer ein bisschen leid, dass hier YouTube da aktuell ein bisschen zu kurz kommt, was das Ganze angeht. Aber ich möchte dann halt auch nicht mehr so komplett nichts hochladen, möchte ich nicht. Deswegen lade ich halt noch so gewisse Streams immer hoch. Aber ich möchte auch nicht komplett eure Abo-Box mit Videos zumüllen. Das Thema hatten wir schon mal. Deswegen mache ich halt ja nicht mehr diese 10-20 Minuten Part, sondern mache so alle 2-3 Tage lade ich eine Streamaufnahme hoch. Weil ich mag das nicht, wenn ich Leute abonniere und die laden 4-5 Mal am Tag hoch und spammen mir meine Abo-Box zu. Das mag ich nicht. Zumal ich habe irgendwie an die 80-90 Leute abonniert, glaube ich, oder sogar mehr. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, ist mir ja auch egal. Und man muss ja mal gucken, man möchte an sich von den Leuten nichts verpassen. Von daher, ich mag es, möchte nicht, dass ich denn jetzt derjenige bin, der eure Abo-Box auf einmal zumüllt, sondern lad dann dementsprechend mal eine Streamaufnahme hoch, dass nicht komplett Sendestille ist, sondern dass man eventuell, ne, ihr wisst schon, so als Lückenfüller, was halt noch als das normale Let's Play gilt, nur halt nicht, weil es eine Streamaufnahme ist und darüber lässt sich auch streiten, aber ich denke, das ist retarded, also tue ich es nicht. Aber ja. Deswegen, ich suche immer noch aktuell nach Ideen für Videos, wo man ein bisschen besonderer sind. Zum Beispiel das Smash-Video, da steckt da halt ein Arsch voll Arbeit drin. Und es hat auch sehr lange gedauert für mich, das fertig zu machen. Deswegen, ne, aua, das Ding hat echt eine Menge Zeitaufwand gehabt. Aber das Ding hat sich so gelohnt. Deswegen, sowas überlege ich halt, ob ich es nochmal machen könnte oder, also generell, ab nächsten Monat wollte ich mir sowieso eine Switch zulegen, eventuell.
Je nachdem, wie es dann aussieht. Aber, wir verstehen uns. Also ich möchte nicht mehr so, das habe ich aber schon 10.000 Mal gesagt, ich möchte nicht mehr so diesen Müll-Content machen, sondern tatsächlich mit was mit Inhalt. Sei es halt für die Community, sei es irgendwie was um mich oder ein gewisses Thema oder whatever. Wenn es auch mal wieder so Podcasts geben sollte, das ist eigentlich auch mal eine Idee, was ich wieder in Anspruch nehmen könnte, weil der Schoschcast, der kam eigentlich ja ganz witzig an immer. Deswegen bin ich da am Überlegen nach Themen, was man machen könnte. Weil das ist an sich, ein eigentlich simpler Aufwand. Ich nehme einfach mich, ich nehme einfach Leute in meinem Discord und unterhalte mich mit denen über ein gewisses Thema. Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Also wie gesagt, lasst mich sowas am besten mal in den Kommentaren wissen, was euch so gerne mal wieder freuen würde. So kleine Shorts, ich weiß ja sowieso, ihr liebt ja diesen kleinen Blödsinn, den ich immer dann mal poste. Zum Beispiel das Amazon Echo zum Beispiel. Sowas halt. Ich muss mal überlegen, ob ich denn solche Sachen, ob ich mal solche Werbe, so Teleshopping komplett durch den Kakao ziehe oder sowas. Das sind so Ideen, die ich aktuell habe, nur wo ich dann halt gucken muss, dass ich die Zeit dafür finde, das dann irgendwie fertig zu kriegen. Das ist halt so eine Sache und ja. So, zu guter Letzt, ich will euch ja hier nicht komplett euch eure Zeit stehlen. Wie sieht's mit meiner Arbeit aus? Ich bin jetzt 3,5 Monate da. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt um so vieles wohler. Nee, Quatsch, 3,5, was laber ich da? 2,5, wir haben März, du fucking Dipshit. Es ist um so vieles schöner. Klar, es ist auch um einiges anstrengender, weil man halt wirklich so 6 bis 8 Stunden am Tag wirklich durchgehend steht. Und meine Güte, geht das auf Rücken und Beine. Also es ist um einiges anstrengender, finde ich, als Einzelhandel. Zumindest bei mir im Laden. Aber es macht auch um so vieles mehr Spaß, einfach weil du weniger Arschgeigen hast. Also ich könnte euch da zwar auch wieder Stories mittlerweile erzählen, but I'm not doing. Ne? Wink, wink. Aber meine Kollegen sind auch super. Die Arbeitszeiten sind an sich gut. Und mein Arbeitsweg, ich könnte mir nichts Simpleres und Schöneres wünschen, to be honest. Also, ne, es ist anstrengend, ja, aber es lohnt sich. Es ist ein echt schöner Job für mich. Deswegen bin ich echt froh, dass ich den gefunden habe und ja, ich hoffe mal, dass das auch so weitergeht. Mein Chef hat mir nämlich schon den einen Tag mal die Schichtleitung anvertraut. Ergo, ich weiß, er vertraut mir da in dem Punkt. Und da er nicht gesagt hat, dass irgendwas mega hart schief gegangen ist, scheine ich mal, dass der Laden nicht komplett Feuer gefangen hat an dem Tag. Und ja, dass alles soweit okay ist. Ja, aber ja, überwiegend, ich versuche wieder Content zu machen. Heute zum Beispiel, ja, heute streame ich am 19. Das Video wird aber nicht heute rauskommen, also ich kann das jetzt schon mal sagen. Aber ja, meistens nutze ich meine freien Tage dann halt immer noch zum Streamen. Das sind dann halt so die Sachen. Ja, ich glaube, mehr muss ich euch auch gar nicht das Ohr abkauen. Ich glaube, da habt ihr mir auch so gar keinen Nerv drauf. Deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinen Streams oder generell irgendwo demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.